Leipzig ist für 2 Tage Gastgeber einer Konferenz internationaler Medienvertreter und Experten. Diskutiert wird schwerpunktmäßig über die Rolle öffentlich-rechtlicher Medien in einem Europa, das immer weiter zusammenwachsen soll und gleichzeitig große Veränderungen durchlebt. Die sogenannte Public Value Konferenz ist bereits die 3. ihrer Art. Gastgeber ist der Mitteldeutsche Rundfunk in Kooperation mit der Handelshochschule Leipzig. Ja, und ich spreche jetzt mit der Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Carola Wille. Guten Tag, Frau Wille. Schönen guten Tag. Frau Wille, welche Rolle spielen öffentlich-rechtliche Medien in Europa? Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien haben ja nicht nur einen nationalen Auftrag, sondern sie sollen über das Geschehen in Europa, sprich über das internationale Geschehen und damit auch in der Europäischen Union berichten. Sie sollen informieren, sie sollen Fakten vermitteln. Und es steht ja auch in unseren Staatsverträgen, dass wir zur Verständigung beitragen sollen, zur Integration. Und ich finde, das ist in dieser Zeit eine große Aufgabe. Und in der Europäischen Union gilt auch, dass wir Meinungspluralität, Meinungsvielfalt, Vielfalt der Medien sicherzustellen haben und das in jedem einzelnen Land in Europa. Und dort stellen wir fest, da verändert sich gerade doch an den unterschiedlichsten Stellen einiges, dass Medienfreiheitsrechte nicht mehr sichergestellt sind, dass es Eingriffe gibt. Genau, und damit beschäftigen wir uns, weil wir der Überzeugung sind, dass die europäische Idee eine Gemeinwohlidee ist und wir öffentlich-rechtlichen Medien einen Gemeinwohlauftrag haben. Wie wichtig sind denn die öffentlich-rechtlichen Medien mit Blick auf die europäische Idee? Ich bin überzeugt, sehr wichtig. Gerade in einer Zeit, wo wir mitten in tiefgreifenden, letztlich in weltweiten Transformationsprozessen stecken und die Europäische Union, Europa auch ganz neu international gefordert sind und wir gleichzeitig eine Zeit erleben, wo die Europäische Union unter Druck gerät, wo Populisten einfache Wahrheiten verbreiten, die einfach durchgesetzt werden können. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass es um verlässliche Informationen geht, um Fakten, die geprüft sind, um Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig Entwicklungen einzuordnen. Und was genauso wichtig ist, dass die gesellschaftlich relevanten Themen, und es gibt heute fast kein Thema mehr, was nicht einen europäischen Kontext hat, dass wir diesen europäischen Kontext herstellen, die Dinge einordnen und das auch mit dem, was den Menschen wichtig ist, dass wir die Vielfalt der Meinungen, die zu bestimmten Themen existieren, diese Perspektivenvielfalt, dass wir die einbringen und dass wir damit auch dazu beitragen, dass Europa verstanden wird, die europäische Idee letztlich auch geschützt wird. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind im Moment auch europaweit unter Druck. Wie wollen Sie dagegen steuern? Ja, also unter Druck, wie Sie wahrscheinlich schon nie wie heute waren. Unter Druck auf ganz unterschiedliche Weise. Ich würde sagen, es geht um 3 Dinge. Es geht um politische Einflussnahme, es geht um wirtschaftliche Macht, es geht um Monopolstellung von Medien. Und wir stellen fest, dass es nicht mehr alleinige Aufgabe sein kann, der Mitgliedstaaten in den Mitgliedstaaten zu sichern, dass diese Freiheitsrechte garantiert sind, sondern dass wir mittlerweile auf der europäischen Ebene ganz intensiv in der Diskussion sind, wie man in der Europäischen Union, die diese Medienfreiheit, diese Medienvielfalt in Europa schützen soll, dass die Europäische Union gefordert ist. Und im Moment wird sehr intensiv diskutiert, ein Medienfreiheitsgesetz. Und das befindet sich sicherlich im Spannungsfeld, wie Deutschland hat, eine starke, eine robuste Medienordnung, in der Unabhängigkeit und Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Medien insgesamt geschützt wird. Und wie weit darf Europa gehen? Welche Schutzmechanismen kann Europa mit dem Medienfreiheitsgesetz entwickeln? Darüber diskutieren wir. Das ist im Übrigen auch ein Thema, das wir hier in diesen Tagen in Mitteldeutschland, hier in der Konferenz in Leipzig diskutieren. Und warum ist es aus Sicht unseres Publikums wichtig, dass wir Medien uns darüber Gedanken machen? Ja, weil Europa lebt durch seine Vielfalt und die europäische Idee ist eine Vielfaltsidee, eine Idee der Aufklärung. Und Europa den Menschen zu vermitteln mit seinen Reichtümern, mit seinen Chancen, mit seinen Perspektiven, das ist zutiefst eine Vermittlungsaufgabe auch der Medien. Warum Europa für uns so wichtig geworden ist, warum viele Themen, die die Menschen beschäftigen, europäische Themen sind, welche Lösungen es gibt
Und ich glaube, die große Herausforderung besteht auch darin, dass wir die europäischen Themen in die Regionen tragen, in die Länder der Union, aber natürlich auch in den Ländern, in die Regionen selbst. Das heißt, dass beispielsweise hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen die Menschen von den Medien vermittelt bekommen, warum Europa eine große Rolle spielt und sie sich einbringen können in diese Debatten. Und für den Mitteldeutschen Rundfunk, wir sind ja ein Land, was an viele tausend Kilometer Grenze sich befindet. Wir haben zum Beispiel auch schon binationale Studios mit polnischen Radiokollegen entwickelt. Und ich glaube, das trägt auf ganz besondere Weise dazu bei, dass man die unterschiedlichen Perspektiven, die Lösungsansätze für die Probleme der heutigen Zeit, dass man die unterschiedlichen Sichtweisen lernt und lässt sich auch ein Stück voneinander lernen. Und dieser Kontinent friedlich bleibt, weil wir ja im Moment eine Situation erleben, die vor 3 Jahren unvorstellbar war. Den größten Krieg in Europa, den wir jemals hatten. Diese Public Value-Konferenz, die nun in Leipzig stattfindet, wie kann sie die unterstützen? Ja, die Public Value-Konferenz wird ja enden wieder mit einem Impuls, den alle öffentlich-rechtlichen Medienhäuser ein Stück gemeinsam auf den Weg bringen, gemeinsam mit den Schweizern, mit Österreich, mit den deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Medienhäusern, wo wir darüber nachdenken, welche Impulse geben wir, um die Debatte zur Verantwortung, wie wir uns weiterentwickeln müssen, damit wir diesen europäischen Auftrag miterfüllen und noch besser erfüllen. Das wird am Ergebnis dieser Konferenz sein und ich hoffe, dass dieser Leipziger Impuls aller öffentlich-rechtlichen Medienhäuser Deutschland, Schweiz und Österreich dann strahlt und diese Debatten anstößt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Carola Wille, Intendantin des MDR. Vielen Dank.